Hallo, mein Name ist Erik, ich bin Illustrator. Heute geht es um Perspektive und Schatten. Also, Jack hat ein paar Tetherfunkmasten aufgestellt und was ihm noch fehlt, sind die Schatten. Die Sonne steht hoch oben und scheint im 45 Grad Winkel auf die Masten. Hier gezeichnet mit den diagonalen Linien. Nun verbinden wir die Endpunkte der Masten mit der Diagonale. Wir zeichnen die Schatten ein bisschen intensiver und vergessen nicht die Schatten der Masten. Nun will Jack plötzlich ein Plakat aufstellen. Und wie verhält sich der Schatten? Genau gleich. An diesen Punkten fällt das Licht im gleichen Winkel. Nun will Jack noch eine Mauer. Der Schattenwurf ist genau der gleiche. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten oder im nächsten Video erklären. Nun, was ist, wenn eine Person davor steht? Die Sonne scheint im gleichen Winkel. Der Schatten wird verlängert, als wäre keine Mauer da. Am Beginn der Mauer zeichnen wir eine Senkrechte. Und schon haben wir den korrekten Schatten. Nun will Jack noch einen Zaun. Die Sonne steht ziemlich tief. Nun ziehen wir von dieser Sonne eine senkrechte Linie bis zum optischen Horizont. Et voilà. Nun ziehen wir von diesem Schnittpunkt eine Linie zum ersten Zaunpfahl, dann zum zweiten Zaunpfahl. Diese Richtung nenne ich mal Sonnenrichtung, die Richtung, wohin die Sonne scheint. Verwechselt dies nicht mit dem Fluchtpunkt. Nun zeichnen wir von der Sonne aus zum ersten oberen Teil des Pfahles eine Linie und dies wiederholen wir x-mal. Nennen wir dies Sonnenwinkel, der Winkel, wie die Sonne auf die Erde scheint. Der Schnittpunkt zwischen Sonnenrichtung und Sonnenwinkel ergibt den Schattenwurf. Und schon steht der schöne Gartenzaun. Es geht hier vor allem darum, dass ihr dies versteht und nicht, dass ihr mit Maßstab und Winkel etwas zeichnet. Okay, nun will Jack noch ein Farmhaus mit Licht und Schatten. Et voilà. Das Prinzip ist immer noch das gleiche. Okay, die Sonne steht oben. Nicht hier, sondern ganz weit oben. Kleinen Moment bitte. Also, violett ist der Sonnenstand. Grün ist der linke Fluchtpunkt und braun ist der rechte Fluchtpunkt. Wir ziehen von der Sonne eine senkrechte Linie zum optischen Horizont und zeichnen gleich die Sonnenrichtung. Es folgt der Sonnenwinkel, hier violett markiert auf dem Bild. Nun haben wir das Grundgerüst. Einfach darauf achten, dass sich der Schatten perspektivisch verhält. Hier mit dem schwarzen Pfeil markiert. Beim Schatten einfach darauf achten, dass er nicht schwarz wird, weil schwarze Schatten gibt es eigentlich nicht. Hier nur schon von den Reflexionen gar nicht möglich. Hier haben wir die Sonnenrichtung, den Sonnenwinkel, sowie der linke Fluchtpunkt und der rechte Fluchtpunkt, orange markiert.
Aber bei einer Straßenlaterne, wie geht das mit Licht und Schatten? Zuerst zeichnen wir eine Straßenlaterne. Es folgt eine Person, das sollte ich sein. Und ja, die Straßenlaterne leuchtet, wie die Sonne. Wir ziehen eine senkrechte Linie bis zum Boden. Nun zeichnen wir den Sonnenwinkel ein, in welche Richtung die Lampe leuchtet. Und es folgt der Sonnenwinkel. Der Schnittpunkt zwischen Sonnenrichtung und Sonnenwinkel bilden den Schatten. Wenn ich breite Schultern habe, dann habt ihr alles richtig gemacht. Nun füllen wir den Schatten. Auf jeden Fall würde ich mich freuen über einen Kommentar, ein Abo oder die Glocke. Könnten wir noch das Licht dimmen? Das wäre doch prima. Okay, das wär's. Ich sag schon mal Dankeschön. Wer hat das Licht gedimmt?